Er ist Ministerpräsident, jetzt kein Söder oder Laschet, den die meisten Deutschen kennen. Er regiert halt Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Bisher nicht so besonders wichtig für den Rest Deutschlands, da in seinem Fernsehsesselchen. Aber in dieser Woche war er es, der verhindert hat, dass wir alle noch mehr Rundfunkgebühr zahlen müssen. Noch mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr. Er hat das Gesetz gestoppt, ausgeknipst, weggesappt. Daraufhin dann plötzlich Riesenempörung. Ein Schaden für die Demokratie sollte das sein, ein Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dieser Mann, er habe das Geschäft der AfD betrieben, heißt es. Nein, hat er nicht. Mitten in der Corona-Krise muss es doch das Erste sein, ganz genau zu fragen, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr braucht. Es ist richtig, dann auch mit dem zweiten Auge noch mal ganz genau auf die Kosten zu schauen. Kritik an der ARD ist nicht AfD. Wir alle, Sie alle zahlen 17,50 Euro pro Monat, 210 Euro im Jahr an Rundfunkgebühr. Das macht dann rund 8 Milliarden Euro Einnahmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk pro Jahr. Das reicht für mehr als 43.000 Angestellte. Das ist also eine ganze Kleinstadt, die da arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Stadt mit sehr vielen Bürgermeistern, nämlich den mächtigen Intendanten und Programmchefs. Und eine Stadt mit einer riesigen Verwaltung inzwischen, die sich gleich ein Dutzend Rundfunkorchester leistet, die inzwischen hunderte Millionen Euro für Pensionen zahlt. Auch dafür soll jetzt also die Rundfunkgebühr für uns alle steigen. Für einen Rundfunk, der vor allem für viele junge Deutsche nicht mehr zur Grundversorgung zählt, vor allem wegen Netflix und YouTube. Für ein Programm, das zu viele Deutsche als zu weit weg empfinden von ihrem Alltag, vor allem in Ostdeutschland, für das laut Umfragen 42% mittlerweile eigentlich gar nichts mehr zahlen würden. Dafür jetzt noch höhere Gebühren, mitten in der größten Krise, in Corona-Zeiten, in denen Millionen Menschen auf Kurzarbeit sind, in denen so viele Deutsche in Existenznot geraten. Ich finde es völlig normal, dass es da auch mal Politiker gibt, die bei so einer Gebührenerhöhung Stopp sagen. Stattdessen aber gilt das ja als anscheinend völlig normal, dass alle Länderparlamente eine solche Gebührenerhöhung einfach abnicken. Auch in Corona-Zeiten. Ein Nein ist da gar nicht vorgesehen. Ein solches Nein gilt dann gleich als Eingriff in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Sender, die wollen deswegen vor das Bundesverfassungsgericht jetzt ziehen, weil sie ohne Gebührenerhöhung angeblich in Not geraten, sagen sie. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die hat in dieser Woche sogar von einem schwarzen Tag gesprochen in einem Interview, das sie dem ZDF gegeben hat, also dem ZDF, wo sie selbst Chefin des Verwaltungsrates ist. Und der frühere Vizechef der SPD, Ralf Stegner, der hat in dieser Woche getwittert, diese gestoppte Gebührenerhöhung, die schade unserer Demokratie. Wie kann denn ein Nein ein Schaden für die Demokratie sein? Die Frage ist ja, wer dieses Nein möchte und wie er sich durchsetzt. Und der politische Wille der rechtsradikalen AfD wird hier umgesetzt. Und das mit Hilfe der CDU in Sachsen-Anhalt. Und das, finde ich, ist schon ein Schaden für die Demokratie. Na, man kann doch nicht nur, weil die AfD gegen die Gebührenerhöhung ist, jetzt allen Deutschen sagen, ihr müsst auf jeden Fall mehr Gebühren, höhere Gebühren zahlen, nur damit wir nicht derselben Meinung sind wie die AfD. Das ist nicht der Punkt. Aber erstens wissen Sie wahrscheinlich, dass die AfD nicht nur gegen die Gebührenerhöhung, sondern generell ein Gegner der freien Presse ist, die als Lügenpresse bezeichnet und mit unseren Grundwerten im Grundgesetz nichts am Hut hat. Und zweitens ist es ja eine Feststellung einer unabhängigen Institution, die genau dafür da ist, festzustellen, was die öffentlich-rechtlichen Medien brauchen. Das ist geschehen. Und 15 Länder, es sind ja nicht 15 SPD-regierte Länder leider, sondern es sind ja viele, die von der CDU regiert sind, von Grünen und anderen, anderen Parteien. Wenn 15 Länder dem Staatsvertrag zustimmen, auch mit der CDU, und das in Sachsen-Anhalt nur deswegen nicht geschieht, weil die AfD das nicht will und man die eigene Mehrheit gar nicht nutzt im Landtag, dann muss ich sagen, ist das für mich schon ein Schaden für die Demokratie, denn hier geht es um Meinungsfreiheit. Aber ist es so schlau, denen, die insgesamt das System in Frage stellen, die insgesamt von Lügenpresse brüllen und so weiter, ist es so schlau, denen die Kritik an ARD und ZDF zu überlassen? Wäre es nicht viel schlauer gewesen, man würde selber, also auch CDU und SPD, mal ganz genau hingucken, wofür die 8 Milliarden Euro genutzt werden und ob diese Gebührenerhöhung wirklich notwendig ist in Corona-Zeiten? Ja, Frage ist ja keine Frage, sondern eine Unterstellung. Erstens beschäftigen sich die SPD sehr wohl mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und man darf in Deutschland Kritik üben an allen Medien.
am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an der Bildzeitung darf man jeden, wir haben Meinungsfreiheit, anders als die Rechtsradikalen behaupten. Und zweitens hat diese Kommission, diese KEF, die dafür da ist, vorgesehen, ja keineswegs die Forderungen der Medien akzeptiert, die die haben wollten, sondern sie hat das festgestellt, was aus ihrer Sicht objektiv notwendig ist. Und dem haben sich 15 Länder angeschlossen und ein 16. Land nur aus dem Grund nicht, weil man CDU näher an der Meinung der Rechtsradikalen dort ist, als an denen der demokratischen Koalitionspartner. Und das ist ein Problem. Und das sehen wir nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen. Die 6 Korken haben geknallt in der AfD-Fraktion in Magdeburg und nirgendwo sonst. Und das muss man klar feststellen. Das ist eine Niederlage für die Demokratie. Und darüber sollte sich niemand freuen. Auch Medien nicht, die in Konkurrenz stehen zu öffentlich-rechtlichen Medien. Vielen Dank, Ralf Stegner. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, das Nein muss zur Demokratie gehören, selbst wenn die AfD mal mehr oder weniger zufällig derselben Meinung ist. Ich danke Ihnen für das Interview. Sie dürfen uns kritisieren, wir dürfen Sie kritisieren. Wir alle gemeinsam dürfen die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren und wir dürfen umso mehr die AfD kritisieren. Danke, Ralf Stegner. Sehr gerne. Also ich will schon wissen, wie berechtigt die Kritik an Öffentlich-Rechtlichen ist, an deren Ausgaben, an deren Kosten. Ich will auch wissen, ob das wirklich stimmen kann, dass ARD und ZDF jetzt in Not geraten, nur weil sie mitten in der Corona-Krise diese Rundfunkgebührenerhöhung erstmal nicht bekommen. Das frage ich den Mann im Bundestag, der sich da am allerbesten mit Geld auskennt, nämlich den Chefhaushälter der Union, Eckart Rehberg. Glauben Sie das, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Not geraten oder ist vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen Einsparpotenzial? Ich glaube, die Not kann nicht so groß sein, wenn ich mir üppige Gehälter anschaue, die Pensionsrückstellung oder auch mehr als 100 Standorte für AD und ZDF und die ganzen Programme. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, die Not, wenn man das Wort gebrauchen kann, zu lindern. Gäbe es eben doch noch Möglichkeiten, ohne dass das Programm schlechter wird, einzusparen? Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, wenn man hier erlebt, wenn ARD und ZDF im Bundestag auftreten. Sie sind meist zu dritt oder zu viert. Und wenn Private kommen, sind die eher zu zweit beim Kamerateam. Und Pensionsrückstellung ist immer ein spannendes Thema. Und wenn die Masse der Chefs der ARD-Anstalten mehr als die Bundeskanzlerin im Jahr ein Einkommen hat, dann gibt es da auch ein paar Fragestellungen. Ich glaube, ARD und ZDF sollten ein bisschen in sich gehen, Maß und Mitte halten. Sie bekommen gemeinsam über 8 Milliarden vom Gebührenzahler. Und vielleicht auch mal überlegen, ob es in Corona-Zeiten wirklich notwendig ist, jetzt in dieser Situation nach Karlsruhe zu gehen und zu sagen, Bundesverfassungsgericht löse unser Problem. Wenn eine Gebühr steigen soll für einen Rundfunk, für den sehr viele Deutsche eigentlich gar nichts mehr zahlen wollen, dann ist das nicht empörend, wenn jetzt ein Politiker diese Erhöhung mal stoppt. Dann ist es seltsam, wenn fast alle anderen Politiker diese Erhöhung nicht mal hinterfragt haben. Wenn es für die Erhöhung dieser Gebühr sowas wie einen Automatismus gibt, wenn ein Nein dazu als undemokratisch gilt. Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist gerechtfertigt, vor allem wenn wir dafür höhere Gebühren zahlen sollen. Diese Kritik an der ARD, die gehört nicht der AfD, sie gehört nicht denen, die Lügenpresse brüllen, sondern sie gehört denen, die wirklich einen besseren Rundfunk wollen für ihre Gebühren. Die gestoppte Erhöhung, die ist sowas wie ein Aufruf an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Aufruf, besser zu werden für 8 Milliarden Euro. Denn viele Deutsche geraten in dieser Corona-Zeit wirklich in Not, ARD und ZDF nicht.